Was ich gerne hätte, wäre da hinten irgendwo diesen Kartenpart. Den da. Ich weiß nur nicht, wie man da hinkommt. Ich vermute mal, wir müssen ja den hinten vorbei. Ich versuch's einfach mal. Das eine ist sogar ein weißer Hund. Da willst du nicht wissen... So. Da willst du nicht wissen, was da... was der kann. Regnet das jetzt? Okay. Ich bleib mal... Ein Drachenhügel. Okay. Ich würde gerade sagen, ich bleib jetzt einfach mal zu Pferde. Weil wird garantiert einfacher dann. Und dann sagte mir das Spiel, es ist ein Drachenhügel. Da oben rennt noch mal so ein Hund rum. Hoffen wir mal, dass kein Drache aus dem Nichts auftaucht. Da hinten ist das Ding, wo wir hinwollen. Ich meine, ich weiß, dass wir schon mal irgendwo dran vorbeigeritten waren und da war dann ein Drache, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Karte gefunden, Drachenhügel. Oh, ein gutes Stück Karte. Ich habe da so ein Gefühl. Ja, da unten, da seht ihr ihn. Korrektur, da seht ihr beide. Ach ja, ein Drache ist ja üblicherweise nicht schwer genug. Wir machen gleich mal zwei. From Software, ihr habt doch einen an der Klatsche. Wie viele Drachen können wir spawnen, damit wir den, damit wir unseren Spieler quälen? From Software sagt ja. Was bist du für ein Käfer? Ein explosiver Dunkelspeich. Wow. Gut, dass wir irgendwann mal Kraft gezogen haben, ansonsten wären wir jetzt ein bisschen gestorben. Au. Und wenn da unten zwei Drachen hängen, ist das hier garantiert auch die Gegend, in die ich nicht gehen sollte. Okay, man könnte wahrscheinlich da irgendwie rüber. Würde ich behaupten. Müsste wahrscheinlich auf die Wurzel da. Je nachdem, auf welcher Wurzel man landet, könnte man da wahrscheinlich auf eine der Plattformen und dann die Treppe hoch. Aber hilft das weiter? Müsste man dann weiter außen rumrennen und dann weitere Plattformen hoch? Ist das ein Tomb Raider-Turm? Chance besteht. Ja, wenn man da hoch, dann hier drüber, dann hier wieder runter geht, kommt man da dran. Dann müsste man wahrscheinlich darüber rennen und auf der anderen Seite geht es weiter. Ich lasse es mal offen. Da hinten sind auch noch diese Riesenviecher. Das ist keine Gegend. Das ist keine Gegend für uns. Dummerweise. Die Gegend ist nichts für uns. Die Gegend hier oben ist nichts für uns.
Ja gut, da haben wir jetzt... Ich weiß nicht, ob man da hinkommt. Hier oben könnte noch eine Gegend sein, die... Die ist eigentlich auch nicht viel für uns. Es ist alles kacke. Das Einzige, was uns eigentlich tatsächlich bleibt, ist Godric. Oder Godric, oder wie auch immer er heißt. Aber heute nicht. Heute auf keinen Fall. Dann haben wir da noch diesen Drachen. Da sind noch Dinge, die wir umnieten können. Willst du da aufhören? Ich habe keine Ahnung. Rein theoretisch ist es viel zu früh zum Aufhören, weil wir haben jetzt gerade mal 2 Stunden gestreamt. Es ist viel zu kurz. Es ist alles so mühselig. Da unten waren wir noch nicht. Da müssen wir aber da hinten rum. Gehen wir nochmal da zurück. Es ist halt alles recht mühselig hier. Und zum Leveln. Und wir haben jetzt 1200 Punkte. Wir können zumindest nicht verlieren. Aber es ist halt alles so. Puh. Und dadurch, dass ich den Death-Counter drin habe, versuche ich halt dann doch möglichst wenig zu sterben. Ich weiß, anhand der Wundzahl merkt man das nicht, aber ich versuche es. Da unten ist dieser Baum. Ah, da unten ist der Wächter. Freie Fläche. Dann können wir uns nochmal unterhalten. Ich habe auch das Gefühl, aus... Ach, ich weiß warum. Wir haben die Rüstung geändert. Wir haben die Rüstung geändert. Deswegen sind wir auch langsamer. Wir haben eine große Last. Das ist das Problem. Wir dürfen nicht alles anziehen, was wir finden. Ja, wir müssen... Die haben ein 7,3er Gewicht. Das ist das Problem. Die Handschuhe des Reisenden haben 1,4, die hat eine höhere. Den, da haben wir den schon, Gewicht 10. Wir haben, jetzt haben wir wieder eine mittlere Last. Das ist nämlich das andere Problem. Deswegen funktioniert das mit dem Ausweichen generell auch eher schlecht. Ich frage mich schon die ganze Zeit... Dass das irgendwann schon mal besser ging. Jetzt weichen wir auch ein bisschen länger, also ein bisschen weiter aus. Und wie man sieht, beim Rennen sind wir auch ein bisschen, ganz kleinen Ticken schneller. So, aber wenn ich da unten nochmal hin muss, dann porte ich direkt darüber. Das ist nämlich die schnellere Variante. Dann können wir nämlich diesen Weg hier mal nehmen. Da waren wir nämlich auch noch nicht zu weit. Wenn wir uns dafür entschieden haben, nach da oben zu rennen.
So, hier wäre zum Beispiel ein Gebiet, wo es anfangen würde. Da hinten, den Gegner sieht man schon, den großen Topf. Gut, das mit dem Ausweichen habe ich jetzt natürlich sehr gut demonstriert, indem ich es nicht gemacht habe. Wächter, Schwertspeer. Ich will ja wissen, was das Ding kann. Eine Elfenbeinsichel, auch sehr schön. Wo haben wir den Schwertspeer? Ein großer Ding. Na, wir haben ihn doch gerade eingesammelt. Ach, da unten. Ne, das ist ein Baumspeer. Den könnten wir jetzt theoretisch schon tragen. Er bringt nur keine passiven Effekte. Ich will tatsächlich 139 bis 45. Da ist unser Dings tatsächlich ein wenig besser. Das Ding ist halt ein bisschen länger, würde ich behaupten. Ich bleibe erstmal dabei. Komm her. Dann komm halt nicht her. Dafür, dass man zweimal draufhauen muss und die in der Regel danach tot sind, sind 200, also 184 Punkte ganz okay. Ja, das fühlt sich jetzt eher nach der Ausweichgeschwindigkeit an, die ich gewohnt bin. Na komm her. Wie man sieht, so war das früher und jetzt klappt das auch tatsächlich besser. Nur dass dieser Schädel, der da auf dem Boden lag, so gut ausgewichen ist, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich nehme den vorsichtshalber schon mal. Nicht? Nein. Ich hoffe, der holt keine Ads. Stinkender Avatar! Der Fold. Igitt. Jetzt sind wir die einzigen, die übrig sind. Nein, ich will eigentlich mal losrennen, aber nein, ich kann nicht, wenn ich aufstehe. Das ist das Miese. Ich kann einfach nicht aufstehen. Also ich kann nicht Dinge tun, während ich aufstehe, während die Animation läuft.
Ah ja, die Punkte da. Ich glaube, die sind wieder weg. Ja, genau. Rein ausweichen. Guter Plan. Nee, 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 nee. Irgendwas fehlt da auch. Auch an dem klappt das nicht. Es ist gerade sehr unzufrieden. Warum sind die Punkte denn schon wieder da unten? Komme ich hier irgendwo weiter? Ich möchte mich nämlich gar nicht mehr mit der einlegen. Oh, oh, alles klar, alles klar, alles klar. Ich komme da gar nicht durch. Ach, da ist doch noch ein Gang. Okay, ich habe den Bossfall tatsächlich gekonnt aus dem Weg gegangen oder so. Der bleibt da jetzt da drüben, ist in Ordnung. Das ist ein Ort der Gnade. Die niederen Erdenbaumkatakomben. Sehr lustig. Scheiß auf den Boss, wir gehen einfach in sein Dungeon. Very nice. Mal sehen, woran sterben wir jetzt hier. Ja, ein weiterer Pfahl. Was für Gemeinigkeiten sind denn hier? Ein Blutzeug. Ja, das bringt Scharlachfreude. Jo, die sind nicht ohne. Hallo? Ich habe doch nur einmal geklickt. Gut, bevor ich da jetzt weitermache, ich muss diesen Aufzug wieder runterholen. Dieses Loch ist nämlich zu gefährlich. Wobei das Loch tatsächlich ausnahmsweise nur eine Ebene tiefer geht und nicht, wie ich befürchtet hatte, in die Unendlichkeit. Au! Aha.